Willkommen zurück. Es ist wieder Spin-It-Up-Zeit und wir befinden uns in einem ganz, ganz schrecklichen Downswing-Moment. Die Bankroll ist noch bei 160 Dollar. Das Rake-Break rettet uns gerade noch so ein bisschen. Wie gesagt, wir werden weiterhin die 7er spielen und werden einfach hoffen, dass wir jetzt das einfach irgendwie wieder umbiegen können. Und ja, gucken wir mal. Wir haben einen, der schon wieder dreimal an unserem Tisch sitzt. Das ist eigentlich immer nicht so ein gutes Zeichen. Aber schauen wir einfach mal. Haben 9-7 auf dem Board, ist eine ganz, ganz easy C-Bet. Es ist relativ trocken. Wir haben einen Gutshot, wir haben einen Backdoor Flush Draw. Und es ist noch King High zusätzlich hinzu zu denken. Und all diese Faktoren sprechen dann einfach für eine C-Bet. Also je mehr es von diesen Faktoren sind, also desto eher wird halt eine C-Bet. Oder desto wahrscheinlicher ist es, dass die C-Bet erfolgreich wird. Und das heißt im Umkehrschluss, dass wir halt betten sollten. Im Gegensatz auf dem Board zum Beispiel, das hittet seine Range halt ein bisschen besser wie meine und ist auch sehr dry. Trotzdem werden wir jetzt hier auch nochmal C-betten. Auch auf dem Board. Wir haben noch ein Backdoor Flush Draw, zwei Overcards und er kann natürlich auch so Hände wie Jack 10, Queen 10 und all das Zeugs halt. Preflop callen, also er muss da nicht unbedingt irgendwas low haben. Aber er hat es halt wahrscheinlicher wie ich. Hier, das ist uns so ein typischer Fall, da werden wir definitiv nicht C-betten, weil es ihn halt zu gut trifft und wir auch so noch gute Chancen haben, einfach zu hitten. Hier ein relativ großer Open Raise, werden wir trotzdem noch callen mit King Queen, weil sich King Queen einfach von selber spielt. Und ja, hier callen wir jetzt halt dann einmal und hoffen, dass wir halt improven. Das passiert allerdings nicht. Und jetzt werden wir hier halt zweimal bluffen, King Queen. Er hat einen Check Raise gespielt, falls er gebettet hätte. Aber er hat nicht gebettet und dann werden wir den Pot halt hier meistens mitnehmen. Ist nur ein bisschen blöd, wenn er dann am Turn Check Raise spielt, aber das sollte er eigentlich fast nie machen. Das machen die Leute einfach nicht, nachdem sie Flop gecheckt haben. Kann natürlich trotzdem mal passieren, aber. Ja, hier waren wir jetzt am Flop geraced, dann müssen wir unser Check 8 aufgeben. Hätten wir auch mal behind checken können, aber. Ich finde ein Race da vollkommen in Ordnung. Uiui, fast wäre mein Trinken umgeflogen. Das ist immer tödlich am Arbeitsplatz. Genau, und hier geht es halt einfach rein. Also er scheint die ganze Zeit 3 BB zu raisen, also scheint auch nicht so gut zu sein. Ich habe ihn hier schon 3 BB raisen sehen, allerdings fast aus dem Small Blind. Jetzt hat er As-9. Ja, läuft wieder nicht gut. Ah, wir hitten die 7. Nice. Sehr geil. Oh, interessant. Er könnte halt Tilt sein, aber Ass. Ja. Ass 10 geht dann rein. Und jetzt chippt er schon wieder. Das ist jetzt close. 3 ist noch besser wie Ass 2. Hier geht's halt rein. Ja, und da bekommen wir sofort halt den Resuckout quasi.
Nice. Hier kann man auch gut noch einen Flop spielen. Check 10. Suited. Dann spielen wir da einfach. Machen wir da einfach ein neues auf. Ja. Und hier bringen wir es einfach rein. Ich glaube nicht, dass er folden wird. Gibt zu viele Karten, die so ein bisschen die Action killen könnten. Und jetzt kriegen wir es hier eigentlich immer rein. Und Gewinn des 28er. Das ist doch schon mal ein ganz guter Anfang. Wenn ich das jetzt so sehe, er spielt echt sehr, sehr aggressiv. Ich weiß, früher war es jetzt so, wo ich Spin and Goes angefangen habe, da habe ich mir das alles mal durchgerechnet. Da war es so, dass man mit As-8 oder so reshuffen konnte gegen die durchschnittliche Range, die ich da so hatte. Inzwischen ist das, glaube ich, tighter gegen den Average-Spieler. Aber As-9 bringen wir jetzt mal rein. Wenn der jetzt raised, dann schippen wir es rein mit As-8. Wir haben ihn gerade gedreibettet. Vielleicht ist es. Ja, sowas sieht halt auch immer stärker aus, aber wir bringen es trotzdem rein. Der ist Jack. Und hittet auch direkt den Jack. Also das müssen wir ja nicht unbedingt machen. Ace wäre nice. Ja. Aber egal. Passt schon. Ja, jetzt haben wir ausnahmsweise immer keine Hand bei dem unten und der reshufft wieder. So läuft es halt manchmal. Und hier geht's halt rein mit Jack 10 suited. Könnt ihr natürlich auch Queen Jack oder so haben. Aber auch irgendwelche Draws, schlechtere Checks und so weiter. Oder ein Two-Pair, wo er halt scared ist, dass irgendein Draw ankommt, deswegen bettet er das so groß. Geht's halt rein. Ist ein Standard-Setup, würde ich sagen. Ja, und es fehlen jetzt halt einfach auch die großen Spins, die uns vielleicht hier Lucky rausholen würden, so mal ein Zehnfach oder so einfach gewinnen. Damit einfach so ein bisschen aus diesem extremen Downswing mal rauskommen. Ja, aber den Open Race bin ich mir auch nicht sicher gegen so jemanden wie ihn. Aber geht doch. Er hat echt ein gutes Timing. Nice. Sind wir schnell wieder an Chips gekommen. Im oberen, rechts oben. Da läuft's. Das könnte jetzt gut ein Tilt-Shove sein. Nice.
Set gemacht. Ja, jetzt läuft's irgendwie. Ja, 5 geht halt auch rein. Ich 10. Schöner Flop. Schön, 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 schön. Jetzt haben wir uns doch immer ein paar Chips angehäuft. Jetzt müssen sie nur noch nach Hause schippern. War klar, der schippt da, glaube ich. Dann muss ich es eigentlich sogar fast. Oh, das ist sick. Ich glaube, der ist so ultra-tilter. So viel shippen. Aber dann gibt es eben noch bessere Situationen. Beispiel jetzt. Ah, ne. Snap folded. Oder jetzt. Nice. Ah, jetzt gewinnen wir auf. Ah, wait. Auf einmal die Hände wieder. Machen wir nochmal eins auf. Ja, 6-5 muss halt rein. Komm mal, ein Hit. Schade. Wäre mal ein schöner Reverser-Cut gewesen. Oh, ein 42er. Endlich mal wieder ein bisschen was Höheres. Das werden wir jetzt einfach ganz schnell gewinnen. Und dann werden wir die Kurve hochbiegen. Und den Grind zurückstarten. Once more. Und hier 3-2 müssen wir bluffen. Queen High, nice. Tilt. Na, nächster Check geht halt rein. Bam, 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 ganz easy. Und As-7 auch. Ah, wobei, wir könnten auch einen Flop spielen. Lass den Flop spielen. Ja, und hier werden wir einfach draufbetten. Oh, das ist ja auch ein Hit. Fällt mir gerade auf. Nice. Einfach den River dann. Hoffen wir, dass er nicht 5-6 oder sowas hat, oder Queen 5. Vier acht, nice Bluff. Ship it.
Oh, das ist eine ganz schlechte Hand für uns. Genau deswegen, weil wenn wir hitten, dann. Ja. Aber ich glaube, das muss ich da callen. Bei der Stack-Pot-Ratio und der Handstärke. Oh, schade. Jetzt kriegt er die ganzen Chips von uns. Vielleicht hat er am Flop sogar noch gefoldet, man weiß es nie bei den Leuten. Und er könnte halt noch random bluffen. Deswegen callen wir am Flop natürlich nur. Immer ganz, ganz wichtig. Aber das 42er ärgert mich jetzt unten ein bisschen. Komm, Hit. Queen 10. Mann, das ist doch nicht so schwer, da mal zu hitten. Schade. Ach, und jetzt habe ich wieder Play Now vergessen zu drücken. Das 42er sollte man dann halt auch gewinnen. Sonst wird es düster. Düster im Keller. Oh, und ich mache. Oh, ich bin gerade so im Tunnel. Ich habe einfach nochmal eins aufgemacht, obwohl wir schon bei 17 Minuten sind. Ich will die Folge ja nicht zu lang werden lassen. Das ist auch nicht gut. Aber okay, dann machen wir jetzt halt in der Folge kein neues mehr auf. Vielleicht geht es ja auch schnell. König 9 geht rein und Ass 10 geht auch rein, beides. Recht gute Turn. Ja, eine Total Blank ist da am besten, das ist natürlich gut. Nice. Bam. Bam, 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 bam. Ja, mit dem Ass-8-Ding. Das ist. Die Leute sind einfach deutlich tighter geworden, das merke ich auch. Also die sind. Und ja, da bin ich auch nicht wirklich zufrieden. Die bringen es halt nicht, also viele bringen es nicht los genug rein, aber andere halt wiederum schon und manchmal liegt man halt dann richtig, manchmal nicht. Ist halt immer so die Sache.
Ace King. Ich glaube, der macht nochmal ein sickes Comeback. Scheint für ihn gar kein Problem zu sein. Nice. Schade. Schön, King Queen. Ist gut. Queen 7. Oh, sick, man. Mann, wieso kann der Sackout nicht mal halten, Mann? Schade. Sollte sich da noch 60 Chips. Sweet. Nice. Okay, jetzt machen wir auch kein neues mehr auf. Ich hätte fast schon wieder geklickt. Weil jetzt verstehe ich es ja endlich, wie die Systematik funktioniert. Die neuen einfach aufzumachen, immer wieder. Diesmal aber. Bubu. Tschüss. Okay. Nice. Jetzt müssen wir nur noch das da unten shippen. Was jetzt passieren sollte, der geht jetzt all in. Schade. Ja, also wie gesagt, also ich bin nicht mehr so ganz hundertprozentig zufrieden mit dem Spiel. Ich denke oftmals nicht mehr so lange drüber nach und klicke einfach. Das kommt daher, dass sich so ein Grind-Modus so ein bisschen eingestellt hat bei mir. Eigentlich sollte ich mal wieder ein paar Tage Pause machen. Das Ding ist, dass ich ja bald in die USA gehe und dort dann das Projekt sowieso auf Eis legen muss für die Zeit. Und deswegen möchte ich jetzt halt noch ein paar Folgen auf jeden Fall vorproduzieren. Damit ihr dann auch was zu schauen habt in der Zeit. Also in der Zeit wird es dann auch nicht mehr täglich Folgen geben. Oh, exactly even. Chop, chop. Okay, nicht mehr. Sieht's denn aus bei 18 warmer? Ja. Bisschen höher wieder, sind wir gekommen. Aber ich will nach da ganz oben wieder. Da geht's halt rein. Kann man nichts machen. Schade, schade. So, wo sind wir jetzt eigentlich? Was war das? Ich sehe es gar nicht so richtig. 46? Ja, irgendwie sowas um den Dreh. Auf jeden Fall, bisschen ab die Folge. Mal wieder ganz gut. Tut auch mal wieder gut, eine Abfolge zu haben. Und ja, jetzt hoffentlich biegen wir es jetzt mal rum. Ich könnte ja auch mal den Graphen photoshoppen und gucken, was dabei rauskommt. Übrigens, wir könnten mal, warte, das gucke ich gerade, ob das klappt. Zum Abschluss noch, auch wenn es jetzt eh schon ein Weilchen geht.
Ha, hier. Ah, okay, da kann man. Das ist diese Promo. Das ist noch nicht, das wird wahrscheinlich bedeuten Ticket. Deine linke oberen Ecke, also ein Tournament-Ticket. Haben wir da wohl nur gewonnen. Aber die zweiten gehen gleich los, die zweiten sieben. Oder sind gleich wieder voll. Da gibt es insgesamt sehr, sehr viel zu gewinnen, allerdings mit einer extrem winzigen Chance. Aber man nimmt alles mit, was man haben kann. Also solche Promos sollte man sich immer anmelden. Ah, your current winnings are one ticket. Da steht's ja. Okay, gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye bye.